Was trinken wir denn? Ach, ich wollte ja bloß mal telefonieren oder irgendwas. Die Weiber, damit geht einfach nicht dran. Ihre Freundin hat sie versetzt, was? Freundin, sehe ich so aus? Ich bin doch kein Doppelverlierer. Das sieht mir doch viel aus wie so ein bisschen Sex. Was tue ich mit Sex? Ich habe eine daheim, die ist schon viel zu viel und die geht dann ins Telefon. Sie ist schon verzweifelt. Die Frau Gemahlin. Ja, wer dann sonst als die Frau Gemahlin? Glaube, sie kann einen so den Nerv töten. Was ist denn das? Für harte Männer. Nein, gib's mal einen für Weiche. Ich bin zu weich, das ist es. Na ja, mit mir kann man es ja machen. Nehmen Sie diesen. Ihre Frau wird einfach schlafen und hört das Telefon nicht. Nein, die schläft aber nicht, das ist ja. Wenn sie schlafen, geht ja alles in Ordnung. Aber die sagt, Frau Dumme, ich habe eine Auseinandersetzung gehabt, verstehen Sie nicht? Und da bin ich fortgegangen, grußlos. Ne? Jetzt kannst du nicht schlafen, ne? Da kannst du nämlich nie schlafen, das weiß ich genau. Und sie weiß es auch genau, dass ich es weiß, deswegen schläft sie extra nicht. Ne? Und weil ich weiß, dass die weiß, dass ich weiß, da kann ich mich jetzt hier nicht amüsieren, weil ich als Vertrauen denken muss, nicht? Weil ich will mich aber hier amüsieren, nicht? Und deswegen muss die Frau erst einmal ins Bett und muss schlafen. Ach, sie hat ja keine Ahnung. Na, weinen Sie sich mal aus. Wir werden uns schon amüsieren. Trinken wir Bruderschaft? Gut, das ist gut, ja. Bruderschaft, ne? Naja, da sitzt sie jetzt daheim und rührt hier ein Schloss. Ja. Apropos Bruderschaft, wie viel Rabatt geben Sie einem dann auf das Zeug da, Ihre Brüder? Ne? Das soll ich auch bezahlen. Na, hören Sie mal, wenn Sie sich mit mir amüsieren wollen, müssen Sie auch einen springen lassen. Das ist ja wohl das Mindeste. Ach, jedweder Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, wenn er bloß darin besteht, dass man mal bei einer telefonieren will. Das kostet dann so fast 20-fache von dem, was einem wert ist. Oller Knicker. Mama, warum meldest du dich denn nicht? Das kann ich gar nicht verstehen. Das ist doch... So, jetzt ziehe ich aber konsequent. Und wenn du dich jetzt meldest, ich sage kein Wort und häng ein, du kannst dich drauf verlassen, das schwöre ich dir. Mama, hallo, Mama, ja, warum gehst du da nicht dran, Mama? Ach so, du hast schon im Bett gelegen geschlafen. Schon, dann ist ja alles in Ordnung. Das, ja, dann lese ich nur wieder. Nein, mach nichts, geh nur, ich wollte gar nichts. Nein, ich wollte mir das ja... Ach, komm, Mama, jetzt fang doch nicht schon wieder von vorne an. Such doch nicht das Schuldige. Es gibt überhaupt gar keine Schuldige in unserem Fall. Wenn jemand schuldig ist, dann bist doch du. Aber nein, Mama. Aber jetzt lass mich doch... Ach, ja, aber ich hab doch gar nicht gesagt, dass es albern ist, wenn ein Ehepaar gemeinsam auf so ein Kostümfest geht. Nein, das hab ich gesagt, es gibt Leute, die sowas sagen. Nicht? Das ist was ganz anderes. Ja, das gibt doch so Leute, die haben ja auch recht. Nein, also bitte Mama, nicht, dann nimm dein Kostüm und zieh dich an und komm mit dem Taxi hierher. Nein, ich freue mich wirklich, wenn du kommst. Ja. Ach so, du willst jetzt schlafen. Und wisst ihr mehr? Naja, das ist doch groß. Ach, das tut mir aber leid. Ja, Mama, da. Naja, das ist auch das Beste. Ach ja, ich bin jetzt da. Das hat ja gar nichts. Ist nichts los hier, nicht was? Nur so ein paar Leute rum. Nein, ich komme auch sofort. Also nach einer gewissen Zeit komme ich sofort. Gell? Ja, nein, Licht in der Bett. Schlaf mal herzlich. Schlaf. Alles gut. Also, Musik. Nein. Ach, Bruder, nee, weißt du, ich trinke bloß Mineralwasser. Gell? Nein, mir passiert nichts. Mir passiert bestimmt nichts. Bestimmt nichts. Bei mir ist ein besten Händchen. Ja, Mama, um Gottes Willen, nicht einhängen. Nein, das war bloß ein blöder Witz von der Bardame. Nein, nicht von der Bardame. Nicht eine Bardame in dem Sinn. Eine Dame, die an der Bar vorübergegangen ist. Eine vorübergehende Bardame. Abgehängt. So, und jetzt werde ich mir 5 Jahre lang jeden Tag eine Schuld vorhalten lassen müssen, die ich zum Überfluss noch nicht einmal habe. Aber wenn ich schon beschuldigt werde, da will ich auch wenigstens schuldig sein. Her damit! Nicht schießen! Ach, was denn, seit wann habt ihr denn Angst vor Brieftasche? Her damit, mit Sekt und Weiber. Ach, endlich. Na, Moment, Fräulein. Warte mal, sagen wir erst einmal Mineralwasser ohne Weiber.